Ja, hallo meine Freunde der guten Unterhaltung und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir das Spiel The Red Strings Club. Ist ein Indie-Game und ist heute rausgekommen, ganz frisch. Das ist so ein Cyberpunk-Thriller, in dem man halt super viele Entscheidungen trifft und das Game so auf diese Art und Weise löst, also so ähnlich sowas wie zum Beispiel Walking Dead von Telltale oder generell die ganzen Telltale-Serien oder Heavy Rain, sowas in der Art, ja. Nicht ganz so gute Grafik, wie man sieht, aber es soll ziemlich gut sein und ich dachte mir, komm, warum nicht? Ich bin eh immer auf der Suche nach irgendwelchen Indie-Perlen. Und das Gute, ich habe gerade gesehen, wir haben sogar eine deutsche, keine Sprachausgabe, aber eine deutsche Textausgabe. Das Game verzichtet nämlich auf Sprachausgabe im Ganzen, so dass ich hier einfach alles vertonen werde. Aber ich muss nicht auf Englisch sprechen, sondern auf Deutsch. Das ist ganz gut, ganz angenehm. Vermutlich auch für die meisten Zuschauer. Und ja, ist halt so eine Art Adventure mit einem ziemlich... ein ziemlich außergewöhnlichen Gameplay. Wir werden es noch sehen. Man kann nicht wirklich viel einstellen in den Optionen und ich würde sagen, wir starten das Game mal direkt. Ich frage mich, wann mein Schicksal besiegelt war. Mit so einem aufregenden Tod hätte ich nie gerechnet. Kein Grund zur Beschwerde, also. Hey, Donovan, hörst du? The Red Strings Club. Okay, wir fangen also direkt mit dem offensichtlichen Tod des Protagonisten an, oder ich weiß auch nicht. Also hier, das ist dieser Brandace, wie er heißt. Hey, Donovan, hörst du? Du musst mich nicht nach jedem dritten Satz fragen, ob ich zuhöre. Ich bin der Barkeeper. Natürlich höre ich zu. Das Mädchen von Proxima, Vega. Wie sich herausstellt, hat sie mich nur benutzt, um den Maulwurf in der City Police auszuräuchern. Warst du mit ihr im Bett? Nee, sie steht nicht auf Kerle. Jedenfalls wäre ich beinahe verhaftet worden. Aber ich konnte mich aus dem Bordstreifenwagen raushacken. Eines Tages wird es dich noch umbringen, wenn du ständig mit diesen Proxima-Typen zusammenarbeitest. Wir leben in einer Stadt, in der die Konzerne reagieren. Wenn diese Typen nicht wären, dann wäre ich sehr schnell arbeitslos. Heute war jedenfalls ein Scheißtag. Gibst du mir was zu trinken? Was soll es denn sein? Bourbon, Wodka, Tequila? Überrasch mich. Na, dann wollen wir mal sehen. Also gut, bereiten wir einen Drink für Brandace. Brandace ist ein komischer Name. Brandeis. Brandeis? Was könnte das wohl sein? Siehst du interessante Seelenknoten, Numen? Numen? Hm? Numen? Naja, die letzte Muse ist wohl schon wieder weg. Vielleicht kann ich eine neue Channel. Ernte der Empfindungen, ich bitte dich, lass mir deine Dienste zuteil werden. Webe die roten Fäden und führe meine Hand zu verborgenen Gefühlen. Das sollte genügen. Also, wenn du mich hören kannst, nimm eine Flasche und bewege sie umher. Zum Nehmen klicken und zum Abstellen nochmal klicken. Wenn du eine Flasche hältst, klicke und ziehe sie umher, um einzuschenken. Okay, also ich kann jetzt hier nehmen. Okay, ich nehme die Flasche, ja, so. Okay, und hier kann ich einschenken. Blub. Okay, gut. Ich kann es schon spüren. Jetzt visualisiere die Seele unseres Gasts. Okay. Jetzt konzentriere dich. Im Red Strings Club schenken wir nicht einfach Alkohol aus. Wir benutzen die Getränke, um die Emotionen der Gäste anzusprechen. Wir müssen ihre Schwingung treffen, damit sie genießen können, trauern oder über die grundlegenden Empfindungen ihrer Seele nachdenken. Versuche in der Seele von Brandace zu lesen. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Brandace. Ich kann auch Brandeis sagen, aber klingt irgendwie doof. Das sind die verborgenen Zustände, die er gerade in sich trägt. Die Seelenknoten. Führe den Zeiger über sie, um eine kurze Beschreibung lesen zu können. Holen wir jetzt eine dieser schlafenden Emotionen hervor. Okay, also wir haben hier zum Beispiel Angst.
Hier ist Bedauern und hier ist Stolz. Angst, Bedauern, Stolz, okay. Was du in das Glas schenkst, wird von der Seelendisk wiedergegeben. Jedes Getränk hat eine andere Wirkung. Rauf, runter, links, rechts. Passt die Seelendisk an einen Seelenknoten an. So machst du einen Drink, der es wert ist, im Red Strings Club ausgeschenkt zu werden. Du kannst so lange experimentieren, bis es klappt. Wenn du mal nicht weiter weißt, schlage die Zutaten im Notizbuch nach. Okay, wir haben also hier unser Glas. Ist das hier Eis oder was? Notizbuch. Alexander's High Roller Bourbon. Dank des höchsten Roggenanteils aller Bourbons auf dem Markt hinterlässt das sorgsam gestaltete Geschmacksprofil dieser Spirituose einen intensiven Eindruck auf der Zunge, bevor ihr milder Abgang die Seele in selten gekonnte Höhen erhebt. Deep Down Wodka. Dem leicht süßen und getreidigen Geschmackserlebnis dieses Ultra-Premium-Wodkas gelingt es, in jedem Bereich sanft und doch faszinierend zu sein. Wenn seine dezent erdig-nussigen Aromen hervortreten, toucht die Psyche tief hinab zu den innersten Impulsen. So ein bisschen Denglisch hier. Ziele. Finde mehr bei den Jungen. What? Das mache ich mal später. Fakten erkennt. Moment. Jetzt wollte ich hier weitergucken. Westward Absinth. Diese handverlesene Kombination von 19 Kräutern, darunter Westwards der Nonis, stammt aus dem ältesten Absinth-Destillen der Welt. Sie tanzt förmlich im Mund und Nase und wirkt auf die linke, wärmere Seite des Herzens ein. Tequila Carlos Derecho. Von diesem exklusiven Tequila werden jedes Jahr nur 80 Flaschen hergestellt. Er ist reich an Agaven, Röstaromen und seine rauchigen Geschmacksnoten entzünden ein inneres Feuer. Es ist wissenschaftlich belegt, dass seine geheime Rezeptur die rechte Genhälfte intensiv stimuliert. Okay, also der Tequila, der entfacht ein inneres Feuer, rechte Gehirnhälfte. Wir haben den Absinth, der ist so die wärmere Seite, auf die linke die wärmere Seite des Herzens. Ja. Dann haben wir den Wodka, der ist so Psyche tief hinab zu den innersten Impulsen, okay. Und wir haben den Bourbon, bevor ihr milder Abgang die Seele in selten konnte Höhen erhebt. Also ich glaube, diese ganzen Eigenschaften hier haben damit zu tun, wie man halt die Gäste quasi beeinflussen kann. Das ist ganz, ganz cool, jetzt abgedreht. Als ich das gelesen habe, dachte ich erst, what the fuck? Aber gut, okay, wir haben hier irgendwie noch was. Wir haben hier irgendwie Ziele. Finde mehr über den jungen freiberuflichen Folterer heraus, der neu in der Stadt ist. Erhalte für Brand. Ich glaube, das machen wir erstmal später, weil das sind irgendwie Ziele, von denen haben wir noch gar nichts. Okay, so. Das Wodka, Absinth, Bourbon und Tequila, ja? Pass auf. Und ich kann jetzt sagen, ich nehme jetzt Tequila. Wie führe ich das denn dahin? Achso, ich muss das. Ah, okay. Hier so ein bisschen Tequila, ja? Ah, man sieht, okay, ja. Er geht also Richtung. Wohin geht er? Richtung Bedauern. Okay. Oh mein Gott. Der Bourbon. Der Bourbon geht hoch Richtung Stolz. Dann haben wir den Absinth. Der geht dann nach links Richtung Angst. Ich kipp das mal aus. Interessiert mich gerade nicht. Und wir haben den Wodka. Ist echt komisch hier mit dem. Und der geht runter. Okay. So, pass auf. Brandeis haben wir hier, ne? Was machen wir denn? Angst, Bedauern oder Stolz? Der Typ hatte ja Probleme mit seiner, mit der Frau, ne? Stolz. Wollen wir ihn ein bisschen stolz machen? Bedauern. Komm, wir machen ihn ein bisschen stolz. Wir geben ihm ein bisschen. Was war das? Bourbon, oder? Shit. Moment. Oh mein Gott. Machen ihn ein bisschen hier. Manchmal genügt schon die richtige Menge Eis. Jeder Eiswürfel verringert die Größe der Seelendisk. Triff so gut es geht in die Größe des Seelenknotens. Okay. Also ich muss Eis nehmen. Okay. So, warte. Der musste jetzt ein bisschen runter, ne? Mit dem Wodka können wir den so ein bisschen runterkippen, glaube ich. Boah, das ist super intuitiv hier, ey. Boah, perfekt. Servieren. Ich bin der beste Barkeeper überhaupt. Sorge dafür, dass meine Gäste stolz sind. Ja, wir machen das mal, oder? Wir machen mal stolz. Servieren. Abgefahren. Was hat denn so lange gedauert?
Musstest du wieder eine neue Muse anlernen? Genau. Ich hatte mein Mojo verloren und wollte einen Drink mixen, der gut genug für deinen kultivierten Gaumen ist. Ernte der Empfindungen. Ich bitte dich, lass meinen Freund ein wenig angeheitert sein. Lach. Also, ich dachte gerade, es wäre so ein, weißt du? Lach, wenn du ihn getrunken hast. Ich weiß, was gut für dich ist. Ja, ist gut. Mal sehen, was heute Abend gut für mich ist. Das hat sich richtig gut angefühlt. Und? Gut? Roter Faden Brandeis wurde ein Glas Stolz serviert. Sehr gut. Du hast Brandeis ein Glas Stolz serviert. Okay, und jetzt? Hier sind drei... Wow, hier sind voll viele Knoten. Ah, wahrscheinlich hätten wir hier, das sind die drei Knoten für Stolz und Angst und Bedauern. Und je nachdem, das ist nämlich auch so ein Ding, das Game hat super viele Enden, glaube ich. Wie man hier sieht, man kann halt, das ist dieser rote Faden, ich kann halt, hier könnte ich jetzt zum Beispiel drei Entscheidungen treffen. Und beim nächsten halt auch drei, hier auch drei und so weiter. Und je nachdem, wie es halt läuft, bin ich halt am Ende und habe ein bestimmtes Ende halt erreicht. Das ist ganz cool, hat so einen Wiederspielwert. Okay, wie komme ich hier wieder weg? Okay. Und wie? So erfrischend. Ich hätte beinahe vergessen, wie mich dieser Druidenkopf verdroschen hat. Auch sollte ich erwähnen, dass mir die Sache neben meiner Fahrt in einem Botstreifenwagen ein nettes Sümmchen in Bitcoin eingebracht hat. Ach ja? Wie das denn? Sagen wir mal, es war gar nicht so unangebracht, dass Vega mich den Kopf übergeben hat. Ich hasse es, wenn meine Auftraggeber mir nicht klar sagen, wofür sie mich einsetzen. Das alles hat ein bisschen gestunken, also habe ich Centauro wissen lassen, dass ich heute Abend den Verkehrsmainframe des Norddistrikts hacken werde. Sie haben mich angeheuert, um einige der Datenpakete vom Server zu löschen, was hier und da Alarm ausgelöst hat und... Was zur Hölle? Es ist geschlossen, Miss! Wer ist das? Wie so ein Android... Ja, ein Android, glaube ich. Das ist kein betrunkenes Mädchen, Brandeis. Das ist ein Android. Oh... Ich dachte, es sei ein Implantat-Junkie. Hilf dem Ding mal auf. Sehen wir mal, was wir da haben. Sofort, Sir. Hallo? Wer bist du? 184. 184. Was könnte das bedeuten? Das Ding ist ganz schön angeschlagen. Ich glaube, es ist ein Akara-Android von der Superkontinent LTD. Die dürfen doch noch gar nicht raus. Ich habe gehört, dass sie ausschließlich intern bei Supercontinent eingesetzt werden. Und was zum Geier will das Ding hier? Keine Ahnung. Es wird erzählt, dass die Dinger die ersten Androiden sind, die ethische Entscheidungen treffen können und dafür jeden einzelnen Faktor im Leben eines Subjekts berücksichtigen. Dabei beachten sie den emotionalen Zustand, soziale Auswirkungen, wirtschaftliche Folgen, rechtliche Risiken. Woher weißt du so viel darüber? Und warum hast du mir nie davon erzählt? So läuft das bei uns, Informationshändlern, Amigo. Wir teilen das Triviale und verkaufen das Relevante. Ich dachte, wir sind ein Team. Genau, und ich passe auf dich auf. Zu viel Wissen kann deine Sicherheit im Feld gefährden. Was, wenn dich jemand foltert, um Informationen zu erhalten? Einfach, sie legen mich einfach um, weil ich keinen Einfluss habe. Menschliche Verbesserungen gefährdet. Okay, das war echt schräg. Ich gehe rein. Wow, Moment mal. Du willst dein Neurallaufwerk an diese Feuerwerksfabrik anschließen? Ja, mach dir keine Sorgen. Ich gehe nicht tief rein, sondern sehe mir nur die Speicherbänke an. Naja, das sagen sie alle. Du willst doch wissen, wer dieser Akara-Android hergekommen ist, oder? Ja, okay. Übertreib es aber nicht. Ist gut. Oh, du kannst mich dann später für die Informationen bezahlen, die ich da raushole. Bezahlen? Aber wir sind ein Team. Es ist zu deinem besten, Schätzchen. Okay. Also spielt auch in der Zukunft das Spiel. Hallo, Welt. Sei gegrüßt, Akara 184. Willkommen bei der Arbeit. Die klinische Abteilung H+Corps der Superkontinent LTD erwartet, dass du ein ausgezeichneter Hersteller von Menschen-Upgrades bist. Bitte mache dich mit deinem Arbeitsbereich vertraut, bis du dich auskennst. Lass mich wissen, wenn du bereit bist, Aufträge anzunehmen. Ja, Aufseher, danke.
Okay, ist ein bisschen lustig, die ganzen Typen hier zu sprechen. So, also das ist jetzt hier ein Android. Ich dachte gerade, der wäre ganz nackt und hier, was hier drum wäre, so ein. Das wäre halt absichtlich so verpixelt gewesen, aber das ist einfach nur so eine Hose. Okay, pass auf, wir können hier uns bewegen durch die Tür. Das ist der Operationsbereich. Hier nimmst du unsere Klienten in Empfang und installierst die von ihnen benötigten Upgrades. Bist du bereit, Klienten anzunehmen? Nein, ich möchte mich noch einarbeiten. Auch geil, der Name ist Supervision. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist ein Tisch. Das ist die Töpferscheibe. Mit ihr formst du maßgeschneiderte Gliedmaßen und Organe für die Klienten. Okay, kann ich die benutzen? Es wurde keine Blaupause gewählt. Bitte benutze die Transhumanistik-Wiki, um anzuwählen, welches Implantat du als nächstes herstellen möchtest. Aha. Ich nehme an, das ist das hier. Das ist die offizielle Transhumanistik-Wiki von Hardcore. In ihr kannst du die verschiedenen Upgrades studieren und eines für die Herstellung auf der Töpferscheibe auswählen. Ja, möchte ich machen. So, was haben wir denn hier? Also wir können hier verschiedene Gliedmaßen herstellen, glaube ich, für die Androiden. Habe ich gelesen. Die Betörerin erhöht das Charisma in sozialen Netzen. Der Visier steigert die Überredungskünste in hohem Maße. Die Patin filtert Online-Inhalte und blockiert alle Arten negativer Reize. Das klingt gut. Der Prinz erhöht drastisch die erotische Anziehungskraft. Ey. Der Tempel beseitigt das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Ja, haben wir doch alle. Deswegen mache ich hier ein Let's Play. Der Frosch hebt Ehrgeiz und Machthunger auf. Die Hülle schaltet das soziale Gewissen ab. Okay, pass auf. Ich würde entweder das hier machen, der Visier. Ich glaube, ich mache der Visier. Steigert die Überredungskünste. Entwurf wählen. Okay, jetzt habe ich das gewählt. Jetzt kann ich hier benutzen, oder was? Das ist ein Block Biomaterie. Benutze diese Drehbank, um ihn in ein nützliches Upgrade zu verwandeln. Klicke wiederholt, um die Drehbank in Gang zu halten. Wenn die Drehzahl hoch genug ist, benutze deine rechte Hand, um die Biomaterie zu formen. Drücke die Knöpfe an dem Gerät rechts von dir. Erstens, wähle das richtige Werkzeug, um die Blaupause zu formen, die du in der Transhumanistik-Wiki gewählt hast. Zweitens, nimm Arbeitsschritte zurück und korrigiere Fehler. Hierdurch wird die Biomaterie in einen früheren Zustand zurückversetzt. Drittens, wähle Musikstücke, die deine Konzentration steigern. Geil. Viertens, reiche eine fertige Arbeit weiter oder verlasse die Drehbank. Experimentiere, so viel du möchtest. Denk dran, klicke wiederholt, um die Drehbank in Gang zu halten. Ja, ja, okay, jetzt kennen wir. Wir erwarten hervorragende Produkte von dir, Akara 184. Okay, warte mal, ich will mal kurz mit Musik gucken. Wie mache ich denn die... Ach, krass. Okay, ich muss klicken. Okay, da klicke ich. Pass auf, ich muss glaube ich... Warte mal, das hier. Oh. Ups. Geräusch ist super eklig. Boah, das ist ganz schön schwer. Okay, warte mal. Wie kann man das zurücksetzen? Warte mal gerade. Hä? Wie kann ich das irgendwie zurücksetzen? Pass mal auf. Oh mein Gott. Alter, das ist ganz schön... Das ist ganz schön hart hier. Okay, das ist blau. Was haben wir hier? Grün, nicht blau. So. Problem habe ich jetzt hier mit, ne? Das kriege ich gar nicht mehr hin, oder? Ja, das ist shit. Kann ich ihn irgendwie abbrechen? Ich habe das untere verkackt schon. Das ist jetzt dämlich. Was mache ich denn da? Mach ich mal so. Ich würde uns gerne komplett restarten. Geht das? Ich kann nicht komplett restarten. Achso, ich muss mal... das sieht nicht sehr nützlich aus. Ja, das stimmt. Bist du sicher, dass der Holocheck vollständig grün war? Nein, war er nicht.
Pass auf. Ich mach's nochmal. Ich mach kurz ohne Musik. Okay, schmeiß erstmal die Dings an. Jetzt nehmen wir so ein bisschen. Wir fangen hier an. Mit dem Ding. Nee. Ja, so. Jetzt muss man höllisch aufpassen. Das ist nämlich echt sehr sensibel. Okay, das haben wir gemacht. Pass auf, jetzt kann ich hier mit dem Ding. Oder mit dem Ding vielleicht eher. Kann ich das so hier so ein bisschen schmelzen? Geräusch ist super eklig. Hier oben auch, oder? Können wir so ein bisschen wegschmelzen, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt hier unten. Das ist aber doof. Warte mal. Hä? Das ist doch scheiße. Warum kann ich denn da, warum wird das unten denn nicht wieder weggemacht? Ich verstehe es gerade nicht. Ich will, dass das unten weggemacht wird. Okay, pass auf. Wie mache ich das Ding jetzt? Kann ich das irgendwie so mit dem hier so ein bisschen. Jetzt hier das, shit. Jetzt vielleicht. Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Das kann man doch gar nicht schaffen. Ich verstehe es nicht. Das kann man doch gar nicht schaffen. Hä? Boah, das ist ja mega schwer. So, die kann ich jetzt wieder ein bisschen zurücksetzen. Ich frage mich aber ehrlich, wie ich es jetzt, kann ich das vielleicht mit diesem kleinen Ding machen? Wenn ich hier die kleinen Ecken, weißt du, so ein bisschen oben, hier sowas, weißt du? Das könnte gehen. Guck mal, jetzt habe ich nämlich hier nur noch so einen kleinen Abschnitt. Und jetzt könnte ich mal probieren, shit. Na egal, müsste passen. So, oder? Das ist doch alles grün. Ja, ich mach das mal. Was? Hä, das war. Ja, es war doch vollständig grün. Come on, das ist aber echt ein bisschen dämlich. Warte mal gerade. Okay, das oben ist ja relativ. Ja, aber guck mal, es ist doch vollständig grün. Ich verstehe das Ganze gerade ehrlich gesagt nicht so. Was man hier von mir will. Boah, so kriegt man es auch schon ganz gut hin. Aber man kann das hier gedrückt halten auch. Das ist auch nicht schlecht. Die Frage ist, muss ich hier noch weiter rein, weißt du? So, vielleicht. Die Frage ist, muss das ganz weg hier, das alles? Nee, oder? Es muss ja nur komplett grün sein. So, jetzt nehme ich den hier. So, oder? Es ist doch komplett grün. Vielleicht da ganz oben nicht. Oder wie? Also, ich glaube nicht, dass wir diesen ganzen Glibber hier wegmachen müssen, weil es ist grün. Oder? Es ist doch grün. Ha, Produktion abgeschlossen. Der Visier. Gut gemacht. Puh, das ist ganz schön schwer. Hier werden Daten über unsere Klientenwarteschlange angezeigt. Hier siehst du auch Daten über ihren Fortschritt und ihre postoperative Zufriedenheit. Okay. Auf welchen Ordner möchtest du zugreifen?
Machen wir erledigte Jobs. Es gibt keine erledigten Jobs, okay? Und ich habe dann halt mal auf anstehende Jobs. Camden Lashawn, 21, Cosplayerin. Ganz gleich, was ich mache, ich kriege einfach nicht mehr Follower. Bitte hilf mir. Dein Ernst? Hier haben wir Unternehmer. Ich brauche mehr Investoren für meine vielen Startups. Meine Ideen sind klasse, aber ich kann nicht genug Leute dazu überreden, sie zu finanzieren. Digitale Medienforscher. Ich habe Hassposts im Internet so satt, dass ich fürchte, ich werde nicht mehr schreiben können. Ich brauche meine Inspiration zurück. Pass auf. Ich mache, glaube ich, mal die Oder kann ich also irgendwas machen? Follow-up? Nee. Ach, da kann ich gar nichts machen. Also ich kann anstehende Jobs, aber ich kann nicht sagen, okay, hey, ich helfe dir jetzt oder... Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt unsere Aufgabe ist. Gut, wir haben, glaube ich, alles gemacht. Oder? Also, ich könnte jetzt noch den Rest machen, aber habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier rein. Bist du bereit, Klienten anzunehmen? Warte mal, wir haben doch jetzt die Dinge... Moment. Haben wir ein Inventar oder so? Nee, ne? Was ist das hier? Achso. Diese Prothese, haben wir die jetzt an oder was? Ah, ist doch egal. Egal, wir nehmen es mal an. Ja, wir machen Klienten. Ja, ich bin bereit. Perfekt. Nummer 1 kommt. Okay, wer ist das? Hihihihi. Sorry. okay. Bist du bereit für die Operation? Klientenakte prüfen. Ich prüfe mal die Klientenakte. Ah, das ist die Cosplayerin. Okay, ich kriege einfach keine Follower. Bitte hilf mir. Ach! Pass auf. Pass auf. Die braucht mehr Follower, ne? Das heißt, wir müssen jetzt aussuchen... Erhöht das Charisma in sozialen Netzen. Das heißt, wir müssen die Betörerin machen. Jetzt kann ich das Ding... Ah, I see. Okay. Gut, das erste war dann quasi so aus wie ein Tutorial. Pass auf. Ich bin da jetzt Profi hier. Das ist auch deutlich einfacher irgendwie. Glaube ich. Guck mal, wie schnell das geht. Ich glaube, hier habe ich verkackt. Ja, nee, das Problem ist... Das Problem ist, So. Das Problem ist, das war so ein bisschen wieder lila. Da muss man echt aufpassen. Okay, ich mach erstmal hier so ein bisschen was weg. Ja. Boah, da brauchst du aber schon eine gut eingestellte Maus hier für den Kack. Muss hier in die Spitze rein. Boah! Okay, ist fertig, oder? Hier ist noch so ein ganz kleines bisschen. Aber ich glaube, das ist alles okay, oder? Oder nicht? Ich bin nicht sicher, ich glaube das, oder? Ja, passt schon, okay. Machen wir fertig. Produktion abgeschlossen, die Betörerin, gut gemacht, danke. So, die machen wir jetzt hier. Jetzt installieren wir das mal. Bist du bereit? Ja, installieren. Nee, ich möchte erhöhtes Charisma in sozialen Netzen. Modul installieren. Der Klient wird im Internet nun beliebter sein. Okay, Problem. Hä? Das sind doch aber die Cosplayerin. Das war doch aber ein Mann. Das sind doch alles Männer hier. Wie man offensichtlich sieht. Doch wird das die Person glücklicher machen? Hm. Das ist eine gute Frage. So, was haben wir hier?
mit Operationen, wir prüfen mal die Klientenakte. Das ist der Unternehmer, der hat Investoren, meine Ideen sind klasse, aber ich kann nicht genug Leute dazu überreden. Ah, das haben wir doch direkt schon gebaut. Ja, das installiere ich direkt mal. Überredungskünste, Modul installieren. Einfach in den Bauch umwurschteln, ne? Überzeugung ist ein gutes Mittel, um die Mächtigen zu verführen. Obwohl große Macht zu noch größerem Ehrgeiz führen kann. Ich hoffe, dieser Person wird es gut gehen. So, was haben wir hier für einen? Hasspost. Ich werde nichts mehr schreiben können. Ich brauche meine Inspiration zurück. Okay, Inspiration. Wo haben wir das denn hier? Überredungskünste. Filtert. Das, oder? Filtert Online-Inhalte. Erhöht drastisch die erotische Anziehungskraft. Ja. nee. Hebt Ehrgeiz und Machthunger auf. Schaltet das soziale Gewissen ab. Nee, pass auf, das ist das hier. Was haben wir denn? Was war das hier? Already in stock. Ah, die haben wir also jetzt. Die müssen wir nicht nochmal machen. Das ist geil. Das hier. Entwurf wählen. Okay, dann machen wir wieder was. Boah, das Ding ist ganz schön schwer. Da fand ich das mit den, mit dem Barkeeper geiler. Also das sind halt so ein paar Aufgaben hier, die man hier in dem Game macht. Ich find's eigentlich ganz cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat was. Ja, der eine oder andere wird's noch, wird sich vielleicht an, oder, kennt das Spiel, Gods Will Be Watching. Das ist nämlich auch von den Entwicklern hier. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe jetzt eine digitale Copy davon bekommen. Okay, man kann gar nicht runter. Wow. Okay, ich probiere dann den hier. Boah, manchmal kann ich dabei nicht reden. Das ist, da muss ich mich so konzentrieren. Ich hänge gerade wie so ein Otto direkt vorm Bildschirm. Soll nichts falsch machen. Guck mal, das ist so. Oh, herrlich. Herrlich. Jetzt habe ich den Dreh raus. Die Patin. Jo, geben wir dem die Patin mit dem coolen Mustache hier. Bist du bereit für die Operation? Installieren. Hier, die Patin. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Mit geschlossenen Augen lebt es sich leicht. Man missversteht alles, was man sieht.